das kriege ich anscheinend offen. Nachdem du die Barriere zerschlagen und den Eingang des feindlichen Lagers untersucht hast, kannst du einen Ort gelangen, an dem mächtige Monster hausen. In manchen Fällen können die Monster dich erwarten, so mächtig sein, dass du dich nicht mit ihnen messen kannst, bevor du dein Level erhöht hast. Wenn du keinen Weg findest, sie zu besiegen, dann solltest du dein Abenteuer fortsetzen und dich der Herausforderung erst wieder stellen, nachdem du Stärke, Gegenstände und Schwerter erlangt hast. Okay. Das klingt ja toll. Ja, komm, wir versuchen das einfach mal. Vielleicht kommen wir dann. Empfohlene Level 9 oder höher. Ja, dann gehen wir da besser nicht rein. Gut. Aber schön, dass wir das schon mal gefunden haben. Na, da ging es mit dem Brunnen nach unten. Falsche Taste. Ja, wir wollen jetzt hier entlang. Und wieder Samurais. Ist ja super. Also ich muss sagen, Geld verdient sich echt schwer in dem Spiel. Kräuterheilung erlangt. Mal so schlecht. Hier brauche ich eine weiße Aura. Ich bin begeistert. Level up. Können wir vielleicht noch ein anderes Schwert herstellen? Angriff 15, Doppelblitz, Wirkung Feuer. Beständigkeit 50%. Okay. Du willst zu wenig Stärke und Vitalität diesem Schwert. Ah, oh, das ist ja wohl nervig. Ich könnte das höchstens tragen. Ekelhaft. Dann wollen wir mal Ausrüstung. Hier sind wir alle unsere drei Anfangsschwerter los. Ist ja schon irgendwie traurig so. Aber das gefällt mir. Und tschüss.
Oh, hier waren noch Seelen versteckt. Gut, dann geht's jetzt hier zurück. Den Janchen weiten Weg. Was die Attacke jetzt gemacht hat, keine Ahnung. Und haben wir das auch. Den Fortschritt wollen wir natürlich auch speichern. Aber ich möchte auch weiterspielen. Weil mir das Spiel sehr viel Spaß macht. Wie viel Geld haben wir? Da steht hier irgendwie nirgendwo. Gut, dann geht's jetzt in die Richtung weiter. Oh! Was seid ihr denn? Wow. Also hier dieses leuchtende Kügelchen zu finden, ist gar nicht mal so einfach. Ah, da ist es. Gut, hier ist nichts. Aber hier kann ich rein. Es sind mehrere Fenster, wo ich rein kann. Und tschüss. Keine Belohnung. Wäre auch irgendwie zu schön gewesen. Gut, dann wollen wir hier noch rein. Ah, hier ist was drin. Dreimal Reissack erhalten. Das ist schön, da können wir kochen. Gut, hier ist nichts weiter. Hier rein. Wäre die Flamme des Hasses ab. Okay. Interessanter Gegner, also, ne? Muss ich schon sagen. Hier ist wieder gar nichts. Und was haben wir hier? Ah, eine Belohnung. Zweimal Kohl. Gut, dann machen wir hier durch. Und einmal richtig hinsetzen. Oh, hier ist eine Katze. Süß. Oh, und da ist das Objekt. Erholungspille. Was bist du denn für eine? Doko no Kamuro ga mayoi konde kitan ja wai na? Taiyu no heya e, busaho ja wai? Doko no Kamuro ga mayoi konde... Wie? Mehr sagst du nicht? Hm.
sind ja selber eine Frau, da ist das gar nicht mal so schlimm, dass wir da rein sind. Aber wahrscheinlich würden wir mit unserem männlichen Protagonisten auch hier landen. Gehe ich mal von aus. Komische Menschen. Oh. Ja, sollen sie uns einen Sushi machen? Interessant. Dann wollen wir mal. Wobei, ich will erst nochmal zurück. Weil wir haben da einen Weg noch nicht bestritten. Hier soll es noch weiter nach oben gehen. Oder ist damit der Weg hier gemeint? Wahrscheinlich ist das dieser Essensraum hier damit gemeint. Ja, 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 der ist damit gemeint. Gut, dann wollen wir doch ganz normal weiter. Das ist so schön, wenn sie einfach so über die Schulter guckt. Und hier ist nichts, wo wir reingehen können. Nope. Da oben aber. Bäm und Wusch und einfach nur alles gleichzeitig. Fast Level 7. Ich frage mich, wie weit man leveln kann, wenn ich ehrlich bin. Was bist du denn für einer? Anscheinend auch so ein Samurai-Typ. Also ich muss sagen, der war ganz schön stark. Also der hat viel ausgehalten. Und tot. Und ein Level up.
3 Reissäcke erhalten. Und weiter geht's. Hier sind wir nur 2 Ebenen. Hier auch. Aber hier kommen Mörder. Und tschüss. Das ging irgendwie schnell. Vielleicht sollte ich den Schwierigkeitsgrad doch hochstellen. Also ich fand das Spiel am Anfang ein bisschen kompliziert, aber wenn man einmal dann merkt, dass man die falsche Taste gedrückt hat die ganze Zeit, dann funktioniert das irgendwie besser. Hier kommen bestimmt auch welche. War klar. Gewonnen! Schade, dass er nicht die Hüte Seelen mal eingesammelt hat. So. Okay, hier gibt es wieder 3 Etagen, das heißt. Sehr schön. Da will ich rein. So, wie sieht's mit der Schmiede aus? Stärke und Vitalität 7. Das ist ja toll. Also das könnten wir bauen. Das noch nicht. Und hier brauchen wir wahrscheinlich dann immer irgendeinen Boss für. Also jede Farbe symbolisiert einen Boss. Gehe ich mal von aus. 23, 30... Hm. 5000 Geistpunkte und keine Ahnung, wie viele Seelen. Da brauchen wir alleine schon fast 1000 Seelen für. Das ist echt krass.